With the children of Arkham accessing Wayne Tech, I have to figure out what their next move is. So, dann gucken wir uns mal hier mal an, auf dem Hauptbildschirm. Da laufen noch irgendwelche Installationen nebenbei. Was wir hier machen können, damit die Children of Arkham uns nicht mehr so auf den Sack gehen. Wahrscheinlich ladet der da gerade nebenbei lauter illegale Pornos. Wie kann er nur? Bring up a searchable network of all possible electronic traffic related to Wayne Enterprises. Dieser Denkerblick. Das ist immer das Beste. If the Children of Arkham are in our system, all of this is potentially accessible. All of this? Lucius was very thorough. Aber es leckt ein bisschen, ja. Finde ich auch. It means that they could have eyes and ears into almost everything in Gotham. Just like Batman. They had access to the GCPD, we know that. The real question is, what else they'd be interested in. Aber warum? Filter for possible targets based on known Children of Arkham activity. Gute Frage. So, jetzt können wir uns hier überlegen, was noch nicht... Also, auf dem GCPD haben sie Zugriff, das wissen wir. Gerichtsgebäude kann sein, muss nicht sein, es war da, wo wir am Ende waren. Am Ende von Staffel 2 Rathaus. Könnte interessant sein, weil der Bürgermeister an sich ja mit den Children of Arkham zusammengearbeitet hat. Arkham Asylum ist die Anstalt, das weiß ich nicht. Wollen wir uns das mal anschauen? Können wir machen. Patients committed to Arkham going back 20 years. A rather extensive list. With my father's signature as the transferring doctor. Security footage. These date back decades. I've read the video at the debate. It's real. This is how they found their evidence. Something Hill did gave them access. At least now I know the truth. Was ich nicht verstehe, ist, dass der Vater von Batman, also von Bruce Wayne, Arzt war. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob das nur eine Telltale-Serie ist oder ob das auch wirklich so ist. Das kann ich dir leider nicht beantworten, weil du weißt ja, dass ich da zwar von Batman den einen oder anderen Film gesehen habe, aber ich bin generell Batman nicht so affin. Also von dem her kann ich dir das leider nicht beantworten. Machen wir mal das Rathaus und mal gucken, was da das Zuhören ist. No, I... Yes. Yes, I know it takes time. The understatement of the century. Considering I've got at least one of my guys in the ER. Yes. Just please let me know when it happens. The Children of Arkham aren't going to wait on us. I suppose I can understand the truth of that. Harvey has no idea. It's impossible to tell if the Children of Arkham have access to this, but if they do, any action he takes against them... They'll see coming. Are you done here, sir? Ich will mir das alles anhören eigentlich, oder? Ja, ich werde jetzt eigentlich auch genauso drauf. Ich glaube, das ist alles wichtig. Not yet. Wahrscheinlich ist jetzt, umso länger wir hier brauchen, umso weniger Zeit haben wir dann, wenn irgendwas bei Harvey passiert. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Weil man ist dann jetzt bloß nicht. Kurz die Informationen anhören. Das ist jetzt nicht so, dass das ja eine Stunde dauert, sondern es ist jetzt ein paar Minuten. Wenn überhaupt. Hier können wir anscheinend Harvey warnen, dass die Children of Arkham Informationen haben, dass sie ihn abhören. Wollen wir das machen? Ja, mach mal. I've seen enough. Ach, so verdammt. Was du dich jetzt hat. Ach so, das haben wahrscheinlich gemeint. And have Lucius look into it as well. We need to find a way to lock them out. Das war wahrscheinlich gemeint, nicht, dass wir jetzt den warnen, dass wir halt anrufen bei dich, sondern dass wir halt jetzt zu denen hincruisen. Also war jetzt das, was wir gerade gemacht haben, war jetzt ein bisschen hinfällig. Ja, es ist so schlimm, sind wir auch flott on Tour. Rathaus um 18.07 Uhr. Oh, Mr. Wayne. Welcome. You can go on in. Ist, glaube ich, bestimmt cool, wenn du Mr. Wayne bist und du... Yes, right. Jeder kennt dich, du gehst einfach rein. Ah, Mr. Wayne, geh rein. Du musst nicht mal was sagen. Ich glaube, das ist aber genauso geil. Wenn du Harvey Dent heißt, weil Dent nimmst du ja eher mit so Arzt oder so in Verbindung. Entscheid du. Ich würde X sagen. You,
You need some help back there? No, I'm fine. Well, it's as good as it's gonna get. You know, Bruce, I've been looking forward to this my entire career. The day Harvey Dent takes his official portrait as mayor of Gotham. It looks like this. Alter, ist das eklig. Dass man so überhaupt leben kann. Glad you survived the trip up here, Bruce. You want to tell me what's going on? I didn't keep you waiting that long, did I? Schwierig. A, B oder X. Sag's ihm. I have reason to believe you're being watched. You sound paranoid, Bruce. The children of Arkham are hacking into the GCPD. They're likely keeping tabs on you too. Oh, wie das aussieht. I'll handle it. Thank you, Bruce. Damn it! Those children of Arkham jumped me. God, it's only getting worse. It's out of control. I can't stop it. Auto X. Oh. This can't continue. What are you gonna do to stop him? Not enough. Never enough. Harvey Dent does everything by the book, to the letter of the law. But that isn't working. Sure it is. He's turning things around. Barely. Slowly. I'd like to see you do better. Watch me. Now are you gonna fix this mess? Simple. Easy. Curfews after dark. Checkpoints at every bridge. Mandatory identification cards. 24/7 video surveillance. Oder das werde ich nicht selbst. Das ist... Harvey, snap out of it. We all need to snap out of it. Das ist, da kriegst du so eine zweigespaltene Persönlichkeit. Schizophren. Ja. Sorry. Sorry about that, Bruce. I guess I got a little lost there. I'm probably not getting enough sleep these days. Stress. Auto X. Just the stress. X. Sure it is. Look, we're both under a lot of stress right now. We should be able to lean on each other. Stronger together, right? It's the only way. Mr. Dent? The photographer's ready for you. Thank you, Deborah. I'll be right out. Es muss doch den Leuten auffallen. Das wird sicher den Leuten auffallen. Please, Bruce. Don't tell anyone about this. If anyone finds out or thinks I'm not fit to be mayor, it's all over. Ich werde es niemandem verraten. Everything I've worked for. Your secret's safe with me, Harvey. Thanks, Bruce. I owe you. Again. Again and again. See you around, Bruce. Aber ob er so darüber denkt, wenn er weiß, dass wir nicht Batman sind. Schwierig. Ich finde es nur komisch, dass es immer noch blutet. Also die Wunde, die er da hat. Ja, mich wundert es bloß, dass man da so ohne Probleme weiterlebt. Also das hast du an sich schon recht, aber er wird halt durch den Schmerz und durch dieses durch diese Dinge, halt den Unfall, den er da gehabt hat, ist er halt schizophren geworden, dahingehend, dass er sich oder jemand anders die Schuld wahrscheinlich gibt. It just arrived a moment ago. Deswegen bildet es sich auch ein, paranoid. People the Batman would like to find. Do you think she would be? Ja, aber ist doch ganz normal, dass man so eine Sache immer so ein leichtes Trauma oder sowas davon trägt. Ja, natürlich. Also das ist brutal. She could be persuaded to reveal her source. Ich mach X. Vicky might end up giving Bruce Wayne the runaround. After all, a reporter rarely reveals her source. But an interview with Batman, that might be enough to sway her. After all, it did work with Mayor Hill. I can't afford to waste time with Vicky. Let's offer her a chat with Batman. Good idea, sir. Can you scramble the line? Right away. Vale. I saw your story in the Gazette this morning. I want to talk. Who is this? Ich würde nichts sagen. Hello? Sagen wir nichts. You don't have to say anything. I've got a pretty good guess. Batman, right?
Ich bin Batman. I've been meaning to thank you. What you did at the debate. I'm not sure I would have made it out of there otherwise. I'd say I owe you one. Meet me at sundown. Cobblepot Park. Deal. Deal. Irgendwie hört er sich immer ein bisschen aggressiv an, finde ich. Schon. Ich finde es immer, manchmal ist wirklich Schweigen Gold. Manchmal ist es wirklich so, du sagst am besten gar nichts und es sagt alles. Aber das finde ich passt, dass er zum Batman, weil der Batman jetzt nicht derjenige ist, der jetzt halt... Er muss sich nicht immer rechtfertigen für das, was er macht. Genau, er lässt halt einfach deinen Taten sprechen, das ist halt genial. Ich würde A sagen, so ein Beschützerzing und so. There are safer options out there. Why here? Seemed topical. So, Batman, I'll skip the obvious question. The Children of Arkham seem to be your latest target. We all know their methods are extreme, but what about their message? Their leader claims that Gotham's elite have been abusing their power, often at the expense of ordinary citizens. For the record, das Handy wieder ausschalten. Do you think there's any validity to what they're saying? Wir gehen jetzt einfach hin und zerschmettern das Handy. In your opinion. Schalten Sie den Rekorder ab. Na, ist doch gar nichts. Na, gar nichts, finde ich auch gut. Du sagst, du willst ein Interview machen und dann sagst du so nichts. Ist doch nicht schlecht. Their message is picking up traction. Especially since the interview. I need to know everything they told you. Does no one read anymore? It was a lot of posturing and grandiose monologuing, really. We're going to purge the city of corruption, sort of thing. Not great from an investigative standpoint, but the public will eat it up. Part of the job, you know? If that's the only reason you called me, you should really just read it yourself. Oder B sagen, they aren't trying to hide their motivations. Indirekt helft sie ihnen, ja. It's all out there. Yep. Clear as day. You gave them a platform to promote themselves. You're helping them get what they want. What they want is an end to corruption. Something I've heard you claim to support as well. Unless that's all just a rumor. Where did you meet? How did they contact you? Yeah, okay, I'm gonna stop you right there. I'm not selling out a source. Not even for Batman. The circumstances of that meeting are confidential. Just like this one. I'm sure you wouldn't want me telling everyone how to get hold of you. I can't mach X. The Children of Arkham hurt you too. They don't deserve your protection. That's not up to me to decide. Oh, der glaubst du, wir können sie schlagen oder so? Um an die Information zu kommen. Ich wollte schon vorschlagen. Aber was wird uns das bringen? I still want to believe he's a good guy too, but aber die muss doch uns vertrauen. Ja, natürlich. Auf was für eine Seite steht die? Everyone's angry. Everyone wants him to answer for what his family did. Everyone, except for you. Why haven't you gone after him yet? No way, he just slipped under your radar. But so far, no action. Ich würde X sagen, damit das von uns abwendet, okay? No investigation. Why is that? I'm not protecting Bruce Wayne. Maybe not. But in this case, doing nothing sure sends a strong statement. Don't think people haven't noticed. I'm not stupid. I know you have some connection. Oh shit. That data That was from you. But you can't ignore the facts. Whether he intended to or not, his family has been stealing from innocent people for years. Hat's recht. So, what are you gonna do about it? What is Batman doing to protect them from Bruce Wayne? The people want to know. Boah. Ich würde B sagen. Believe me. Musste machen. I'll make sure Bruce Wayne's debt is repaid. Gotham will be glad to hear it. Thank you. Ja. Good luck with the Children of Arkham. Aber was hat uns das Treffen jetzt gebracht? I'll be sure your message gets out. Sagen Sie mir, wo es sind, wenn am besten passen. Sie weiß es ja. Please, Miss Vale. Think what you want about Bruce Wayne. But I need to find the Children of Arkham before they hurt anyone else. You're right. You upheld your end. God, I could lose my job for this, but... Here. This is where we met for the interview. Please, don't tell anyone I gave this to you. Gut, Vicky, hast du gut gemacht. Das ist das. Ich habe mich schon gefragt, was uns das Interview überhaupt bringt. Wir wollen uns ja nicht rechtfertigen, wir wollen ja Informationen. Aber das ist genau das, was ich jetzt erwartet habe. Ich finde aber, dass das die Vicky sehr, sehr geschickt gemacht hat.
Natürlich, du gehst da immer mit dem Plan hin, weil sonst hast du ja schon verloren. Ich meine, es ist Batman. Sky Train Depot. 20.55 Uhr. Ich könnte niemals so ein düsterer Reporter sein machen. An welchen Orten treibst du dich da rum? Und Batman landet jedes Mal genau dasselbe Mal. Also immer mit so nach unten, mit dem Kopf und jedes Mal. Das haben die einfach in jeder Stelle so einprogrammiert. Ich werde Arm machen. Ich werde den Machern von Batman da mal saftige E-Mail schreiben. Wieso der Batman nicht einfach mit Handstand oder sowas mal landet? Aber er landet immer so nach unten, dann schaut er mit dem Kopf nach unten, nach oben, jetzt und wieder nach oben. There's a body here, likely the work of the Children of Arkham. I'm gonna look around, see what they've been up to. Oh, guck mal, wir haben wieder ihn selber steuern, oder? Den guten Batman. Schauen wir uns erstmal um, bevor wir uns die Leiche anschauen. Okay, hier sind irgendwelche Chemikalien. Someone's been practicing chemistry. Verschüttete Chemikalien. Something spilled here. This is the drug they've been using. Refined. It's the same as the one given to Montoya and Harvey. Können wir uns sonst noch was anschauen? Irgendwelche anderen Fiolen oder so? Der Wirkstoff. Schon ein cooles Gadget eigentlich. Das erinnert mich an die Power Glove. Looks like Nintendo. Aber das hat die wahrscheinlich wieder nichts sein. Gar nichts. Was ist das? Hat es damals als Zubehör für ein NES gegeben. Das war halt so ein Handschuh, den hast du dir anziehen können. Dann über so Sensoren die Bewegung halt gespeichert hat von deiner Hand. So jetzt so diesen normalen NES-Controller ersetzen. Also war halt damals noch total der Flop. Terraflop. Aber da können sich ja die Leute draußen selber mal auf YouTube ein Videos anschauen. War ja ganz interessant. Nachdenklicher Blick. This depot is pretty centrally located. Das war's, okay. Warte mal, können wir sonst noch was machen? Ah ja, hier. Timer-Teile. Vielleicht für eine Bombe. Wahrscheinlich will er über die komplette Stadt so eine Bombe mit den Chemikalien machen, damit jeder crazy wird. A detonation device, but it's disabled. They must have intended to hook it up to something. The timer is set for 27 minutes and 13 seconds. From now? The numbers aren't moving. Doesn't seem to be counting down yet. Aber was würde ihm das bringen, wenn dann jeder so für bestimmte Zeit durchgehen würde? Sein Ziel ist doch eigentlich, dass ihr die Macht doch irgendwie kriegt. Ja. Sir, there's just one. Mercy Street Station. It's one of the busiest places in the city. Thousands of people go in and out every hour. Wahrscheinlich ist es wirklich sein Plan. Schauen wir uns mal die Leiche an. Es kann natürlich sein, dass er dadurch das Gesetz des Stärkeren hervorruft, wenn alle crazy sind. Aber Sex ist wieder da. Ja. One of the children of Arkham. Das hat sich dann den Kopf einhauen. Loyalty doesn't get you much with these people. Ja, aber was bringt ihm das? Weiß ich auch nicht. There's something else. He was shot dead center. Twice. Executed. It outlived his usefulness, I suppose. Das sind wieder die Adern. This man's veins. They look like Montoya's veins after she was drugged, only there's so much worse. The same drug from the debate. Ich denke mir, dass der da höhere Dosis kriegt, oder? Wahrscheinlich. There's no puncture mark here. No entry point for injection. Je höher die Dosis ist, desto gefährlicher wird es halt. Ja. Wahrscheinlich hat er es halt in die Arterie bekommen, im inneren Blutkreislauf, und dann ist er wahrscheinlich dann richtig krank geworden. Ich glaube, wenn du halt davor eine Überdosis kriegst, dann wirst du genauso wie bei anderen Medikamenten oder Chemikalien halt einfach sterben. Kann auch sein, ja. Wahrscheinlich sogar die logische Entscheidung. Schauen wir uns das da hinten mal an, die Bahn. This train car has been modified. How do you mean? Es wäre also genial, wenn halt Bruce Wayne halt eine eigene Zugverbindung hätte, und dann würde die Zugverbindung nicht zum Beispiel bei uns wie Deutsche Bahn, sondern halt dann einfach den Wayne Train. Das wäre so genial. Looks like some kind of sprinkler system. Doubtful they're planning to put out fires. Ja. The train car is their delivery system. Maximum coverage. So wollen sie es wahrscheinlich machen, ja.
Okay, jetzt können wir das wieder verbinden, was sie mit was machen wollen. Okay, jetzt gucken wir nochmal. Der Wirkstoff, das hier sind die Tanks. The drug is being modified here. They're changing it. Der, die Leiche hat was von dem Mischpult bekommen, da haben sie es wieder ausprobiert. Genau. Das schaut aus wie ein Worms mit dem. Hab ich das nicht? Ninja-Seil. Ah, hier. Ah, geh da hin. Jetzt. They've altered the drug so that it can be absorbed through the skin. Und den Zug haben sie mit der Karte gemacht, damit sie halt es daran versprühen können. Aber ich wäre das das Logischste. Das wäre. Anders wäre es ja seltsam. The modified train car is going to be sent to Mercy Street Station. The drug. The children of Arkham must have found a way to weaponize it. With a drug that can absorb into skin, it will affect hundreds of people at once. Das ist, was wir uns gedacht haben. They're loading the modified drug into the tanks on the train. Ich glaube, das ist was von Sherlock Holmes, finde ich auch. Batman ist ja auch eigentlich ein Detektiv, also in den Comics ist er mehr ein Detektiv. Als so einer, der halt alle Kampfkünste kann und Leute verprügelt. Ja, so richtige Lappen hat. Infect the entire city if they had enough. Good thing you reduced their supply at the construction site. Thankfully, there wasn't enough of the chemical to mix with the rest of the stockpile of drugs. There's a train coming. Take cover.